Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin Saubertin und es ist wieder Banlist Season. Das bedeutet, ihr kriegt meine Banlist Prediction, was ich denke, was passieren könnte, sollte, vielleicht möglicherweise passiert. Aber bevor wir das machen, auf jeden Fall mal ein Abo für den Channel da lassen und ein Like für das Video, damit das Video von mehr Leuten gesehen werden kann und wir auf jeden Fall zu den 1000 Abos bald dazu stoßen können. Auf jeden Fall gehen wir zur ersten Karte, wo ich der Meinung bin, dass die Bandits seine Änderung auf jeden Fall in Erwägung ziehen sollte. Und das ist der gute Dynamite Knight. Die hier. Die ist aktuell auf 1 und ich verstehe bis heute nicht, wieso. Klar, Trudeco war damals ein ganz gutes Deck. Aber die Monster waren nie das Problem, denn das Deck spielt halt so viele Floodgates, dass die Monster, die gespielt haben, eigentlich nie einen Unterschied gemacht haben, weil die meisten sogar zu viele Monster gehabt haben. Also gibt ihr das Monster wieder zurück? Ich glaube nicht mal, dass sie den auf 3 spielen werden. Oder wenn ja, werden die den austauschen gegen andere Karten, damit die halt so 6, 7 Monster im Main Deck behalten. Auf jeden Fall, Dynamite Knight kann meinetwegen gern zurück auf 3. Eine weitere Karte, die meinetwegen zurück auf 3 gehen kann oder auf 1 zurück, eigentlich vollkommen egal, ist die gute Cyberdose. Denn, sind wir mal ehrlich, würden wir wirklich Cyberdose spielen? Ich glaube nicht so langsam. Das ist eine unglaublich gute Karte. Versteht mich nicht falsch. Aber würdet ihr die wirklich spielen? Glaubt ihr, dass die Karte schlecht fürs Spiel ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es wie mit Morphinger ist. Nice to have. Aber das war's auch schon. Dann gehen wir einmal kurz zur nächsten Karte. Die nächste Karte, die meinetwegen wieder zurück auf 3 kann, ist der Skycrawler Joker. Warum ist die Karte immer noch verboten? Ich meine, die sucht Pendelmonster. Ja, okay, cool. Aber das macht doch einfach nichts. Die Karte kann wieder zurück auf 3. Es würde nichts verändern. Solange Electromite und Asuka Sorcerer banned bleiben, macht das keinen Unterschied. Jetzt kommen wir zu den Karten, die actually gehittet werden könnten, sollten vielleicht gehittet werden. Und wir fangen zuerst einmal an mit der Invoked Engine. Ich glaube nicht, dass sie Alistar anfassen, weil das auch, glaube ich, der falsche Hit wäre. Sondern ich glaube, dass sie wirklich halt die magische Schmelze langsam auf 1 setzen. Nicht, weil ich glaube, dass das zu stark ist, sondern ich glaube, weil die Interaktion von der magischen Schmelze mit den ganzen anderen Fusionskarten langsam ein bisschen viel wird. Und das ist natürlich ein Konstanz-Hit für Invoked. Ich glaube, damit würde Invoked halt deutlich weniger gespielt werden. Was jetzt nicht unbedingt Ziel von Konami ist, denn ich glaube, Invoked juckt die halt eher weniger. Aber ich glaube schon, dass die versuchen, das Deck so ein bisschen zu catchen und versuchen halt da was zu machen. Eine weitere Karte, die man auf jeden Fall mal überlegen kann anzufassen, ist der Verschilosaurier. Der Miscellaneous. Eigentlich macht das keinen Sinn, die Karte zu hitten, weil sie gleichzeitig die größte Schwäche und die größte Stärke von Dinos ist. Wenn man aber überlegt, wenn man das Format ein bisschen anpasst und man bei einigen Decks ein bisschen was dran schraubt, wird Dinos relativ schnell eins der besten Decks und dann ist eine Karte wie Misk nicht unbedingt hilfreich fürs Spiel. Deswegen glaube ich, dass Misk auf jeden Fall auf 1 gehen sollte, wenn die Banlist die besten Decks tötet. Dann kommen wir zu den Karten, die ich verboten haben möchte oder ich mir vorstellen könnte, dass Konami das tut. Die erste Karte ist Red Eyes Fusion. Wir müssen uns mal vorstellen, Dragoon hat jetzt in den letzten Monaten nicht so viel gemacht. Dragoon ist aber eigentlich gar keine so unfaire Karte. Der Weg, wie Dragoon aufs Feld kommt, das ist unfair. Die Red Eyes Fusion ist quasi der Enabler. Entweder über Anaconda oder über den Searcher oder einfach durch Aktivierung von Red Eyes Fusion. Und ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist fürs Spiel, so einfach einen Dragoon aus Feld zu bekommen, der was negiert, zerstört und nicht gewählt zerstört werden kann. Ich glaube, dass Red Eyes Fusion auf jeden Fall da den Punkt hat, dass sie gehen kann. Die nächste Karte, wo ich das ziemlich funny finden würde, wenn diese Karte verboten werden würde, das ist Cyber Angel Benten. Die haben die letzten sich auf 1 gesetzt und mit dem neuen Support aus Lightning Overdrive wird Drytron wieder eins der besten Decks, wenn nicht sogar das beste Deck des Formats. Und es wäre halt super witzig, wenn die Benten einfach killt würden. Ich finde es einfach super funny, ich würde da Konami richtig Props für aussprechen, wenn sie das wirklich machen. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber es wäre auf jeden Fall mal ein interessanter Engel für die Banlist, das zu machen. Die nächste Karte, die gebannt werden sollte, was Konami wahrscheinlich sogar nicht tun wird, ist die Karte hier. Das ist der Striker Dragon. Die Karte ist unglaublich busted. Nicht, weil sie die Field besuchen kann, das ist ziemlich nice, aber es geht eher darum, dass sie ein Link 1 Drachenmonster ist, was jedes Drachenmonster in den Friedhof befördert. In den Friedhof. Warum glaube ich nicht, dass Konami das machen wird? Weil neuer Rocket Support angekündigt wurde und da ist der Striker Dragon halt wichtig. Deshalb glaube ich nicht, dass die Karte verboten werden wird, aber es ist auf jeden Fall der richtige Hit für das Deck, weil damit tötet ihr Dragon Link. Was wahrscheinlich passieren wird, ist das hier, nämlich dass LP auf 0 geht. LP zu bannen macht durchaus Sinn. Aber das Deck macht halt so noch genug, das heißt, das würde halt nur das Play verhindern mit der Chamber und dann würdet ihr nicht mehr die Tidying spielen.
Aber grundsätzlich macht das Deck halt nicht deutlich schlechter. Dann spielt ihr halt die Dragoonity Engine und macht ein paar andere Plays. Das Dragonlink Deck zu töten ist halt ziemlich schwierig und das schafft ihr wirklich nur mit dem Striker Dragon. Ja, aber das war schon mit meiner Banlist, wo ich denke, dass es passieren könnte. Vielleicht, warum auch immer das nicht passieren könnte. Ich mag den Konjunktiv super bei den letzten, weil das ist halt alles komplette Schwafelei um irgendwelche Dinge. Weil das könnte legit alles passieren, könnte aber auch gar nichts davon passieren. Lasst mir auf jeden Fall eure Banlist Predictions in den Kommentaren da. Ich lese mir auf jeden Fall durch und werde vielleicht mal ein Video machen, wenn ihr Karten wieder zurückhaben wollt von der Liste, wie realistisch ich das finde, weil bis zur Banlist ist ja noch ein bisschen Zeit und vielleicht kriegen wir noch ein Video zusammen, wenn ihr mir genug Kommentare da lasst. Und natürlich, wie am Anfang gesagt, Like und Abo da lassen für den Channel, damit wir bald die 1000 Abos kriegen. Dann war es für heute. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.